Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir 60 Seconds. Das habe ich demnächst gesehen. Es geht darum, dass wir 60 Sekunden Zeit haben. Ich glaube, dass eine Atombombe ist, also Krieg ausbricht. Jedenfalls haben wir 60 Sekunden Zeit, um in unseren Bunker uns rein zu verstecken und müssen in der Zeit alles mitnehmen, was wichtig ist. Unsere Kinder, Frau, Essen, alles, was man braucht. Und dann sieht man über mehrere Tage bis einen Monat, ob wir es überleben und wie es ausgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Meine Community sagt euch wie immer zuckersüß hallo. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir da jetzt mal rein und gucken. Überlebte Atombombenabwürfe 0, den Bunker nicht erreicht 0, gesammelte Gegenstände 0. Okay, das ist aber lustig gemacht. So. Ach, witzig. Das ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Was ist das hier? Ist immer überall drauf drücken. Ach, da kann man rausgehen. Aha. Interessant. Also. Dann gehen wir rein. Ich guck mal, was ich alles grabben kann und wie lange wir überleben werden. Robert Gentleman. Okay. Ich glaube, es ist tatsächlich Zweitkanal, ja. So, dann gehen wir mal rein. Okay, die volle Atomdröhnung. Durchsuche dein Haus nach Vorräten und überlebe anschließend in deinem Atombunker die Postapokalypse. Herausforderung, Atomstützpunkt. Das Tutorial ist 100% vor der Regierung genehmigt. Raffe in deinem Haus Vorräte zusammen, um deinen Atombunker bestmöglich zu bestücken, ohne den Überlebenteil des Spiels. Überleben. Überlebe ein einzigartiges postapokalyptisches Abenteuer. Überlebe mit zufälligen Vorräten. Okay, wir machen mal das hier, oder? Das ist, glaube ich, so das ganze, das Hauptding, glaube ich. Ich glaube, Tutorial wäre gut, um zu überleben. Ja, wir machen mal das Tutorial. Lerne, wie man sammelt, um eine nukleare Apokalypse überlebt. Die Führung der Nation schenkt diese Einweisung ihr uneingeschränktes Vertrauen. Auf ins Abenteuer. So. Bis zu 773 Jahre lang haltbar. Ein atomares Abenteuer erwartet dich. Willkommen zur atomaren Sammelübung. Jetzt heißt es aufpassen, dann schaffen Sie es vielleicht. Halten Sie die Greifentaste gedrückt, um meine Worte zu überspringen. Aber jedes Mal, wenn Sie das tun, werfen Sie eine... Werfen die Roten eine... Achso, die... Geh zum gelben X. Oh, was? So. Gut gemacht. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung für Sie, aber schön in Bewegung bleiben. Okay, und nochmal. Sie wissen ja, wie es läuft. Markieren, Wohnzimmer los, schnell. Wo ist denn das Wohnzimmer? Kann ich nicht irgendwas grabben? Ah, hier. Nicht schlecht, sie sollten aber besser in Form bleiben. Das war erst der Anfang. Der Spaß ist vorbei. Jetzt geht's um Überleben und Tod. Finden Sie schnellstmöglich Ihren Sohn Jimmy. Timmy. Oh je, wo ist der Timmy? Da, oder? Hier. Okay. Gut, dass Sie Ihr Haus kennen, aber wetten, die Roten kennen es nicht auch. Wie kann ich den nehmen? Okay, ich habe jetzt meinen Sohn Timmy eingejobbt. Die Familie steht in erster Stelle. Greifen Sie sich Timmy. Er darf den gemütlichen Bunker zuerst betreten. Erledigt. Vielleicht wollen Sie noch andere Familienangehörige mitnehmen? Ja. Ihre Entscheidung. Ja, wie mache ich das nochmal? Timmy ist in Sicherheit, aber Sie müssen Nahrungsvorräte. Ich würde gerne meine andere Familie noch mitnehmen. Finde die Dose und schnapp sie dir. Ich würde gern die Tochter da mal endlich mitnehmen, weil ich das sehr anstrengend finde. So, und wie schnappe ich mir die jetzt? Ich kann mir die gar nicht nehmen. Ich will das haben. Hier ist doch die Dose. Ach, die markierte Dose. Warum kann ich jetzt nicht die nehmen? Da. Okay. Ja. Super ausgezeichnete Wahl. Von dieser Dose kann eine vierköpfige Familie einen Tag lang zehren. Okay. Das schmeiße ich dann auch hier rein. Jeder US-Atombunker benötigt außerdem einen Wasservorrat. Besorgen Sie Wasser. Okay, boah, das wird ja richtig stressig. Ich sehe es jetzt schon da. Sonst verdursten, verhungern wir, ne? Das ist fürs Erste genug Wasser. Aber Sie haben ein anderes Problem, Freundchen.
Was wäre? Sie können nur eine bestimmte Anzahl Gegenstände tragen. Jeder Gegenstand nimmt mindestens einen Platz ein. Sie müssen ihre aktuellen Gegenstände erst durch die Falltür werfen, ehe sie sie aufnehmen können. Okay. Dann hau mal raus, wie das geht. Lassen Sie in der Nähe der Falltür alle Ihre Gegenstände fallen. Wahrscheinlich überleben Sie den Sturz. Okay. Sehr gut. So, ich will jetzt mal die mitnehmen, die nervt mich. Bingo! Sie haben etwas Nahrung, Wasser und sogar den kleinen Timmy beisammen. Niemand vermag zu sagen, finde ein Radio und nimm es mit. Ah, okay, damit wir wissen. Wichtig, ne, für die Information. Sehr wichtig für die Information, das ist ein sehr guter Punkt. Da ist auch ein Radio. Welches Radio soll es denn sein? Ich habe hier eigentlich genug Radios. Nimm ein Radio. Die Tochter futtert alles weg. Oh nein. Ah, hier, das muss wieder ein bestimmt markiertes sein. Okay, dann rein damit. Geschafft! Neuigkeiten aus der verstrahlten Außenwelt. Sehr gut. Manchmal haben sie einige Sekunden Zeit, um ihre Umgebung zu erkunden, ehe die Sirene ertönt. Aber wenn sie losgeht, müssen sie anfangen zu packen. Sammle 5 Gegenstände ein und wirf sie in den Bunker. Okay, also auf jeden Fall. Sammeln Sie in 60 Sekunden mindestens 5 Gegenstände oder Familienangehörige ein und halten Sie sie beisammen des Bunkers. Okay. Ehe die Zeit um ist. Okay, let's go. Oh Gott, das ist ätzend. Ist das ätzend. Oh Gott. Oh Gott, das ist ätzend. Auf jeden Fall noch die Tomaten und Wasser. So. Oh je. So, wen brauche ich denn noch? Eine Waffe. Und Suppe. Essen, 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 essen. Oh Gott. Okay, was brauche ich noch? Scheiße. Eine Axt. Aber vielleicht können wir jetzt sagen. Ah, auf jeden Fall die Heilung. Hier die Heilung. Und noch Wasser. Inventar voll. Was? Warum? Ach so, das braucht mehr Platz. Kacke. Ey, das ist ja voll der Stress. Okay, kein Problem. Ich nehme noch das mit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und noch das da oben. Und, dann rein damit. Okay. Nun wissen Sie, wie sich das Überlebensnotwendige beschaffen, aber Ihre Ausbildung ist noch lange nicht abgeschlossen. Okay. Wir sehen uns unten zum Überlebenstraining. Rühren! Das ist ja witzig, das Spiel. Geil. Okay. Bleibt selten nach dem Ende der Welt auf dem Laufenden. Tag 1, oh Gott. Um Gottes Willen. Tag 1. Sie haben es in den Bunker geschafft, aber die Übung ist noch nicht vorbei. Hier ist die Endstation für Sie, sowie alles und alle. Das und die Sie mitgenommen haben. Ah, okay, mehr gibt es nicht. Machen Sie das Beste draus. Im Laufe der nächsten Tage lernen Sie, wie man hier unten überlebt, während die Welt oben in Flammen steht. Erkunden Sie Ihre Umgebung und interagieren Sie mit ihr. Bei versteckten oder geschlossenen Tagebuch können Sie stets Nützliches über Ihren Bunker und seine Bewohner erfahren. Das Wichtigste zuerst, wir müssen Nahrung und Wasser rationieren. Wenn Sie sich und Ihre Leute nicht versorgen, können Sie Ihren Arsch darauf verwetten, dass niemand das Tageslicht wiedersehen wird. Oh je. Solange Sie über Nahrung und Wasser verfügen, teilen Sie einer Person eine Ration zu, indem Sie auf eine Dose oder Flasche unter Ihrem Porträt klicken. Sie können auch beides auf einmal zuweisen, indem Sie einfach auf das Bild der Person klicken. Natürlich können Sie Ihre Vorräte auch für später hamstern. Aber ein Durchschnittsmensch überlebt nur 4 Tage ohne Wasser. Was die Nahrung angeht, je länger Sie Ihren Leuten Rationen verweigern, desto schwächer und anfälliger für Krankheiten werden Sie. Selbst wenn Sie gesund pflegen können, wird es Sie einige Dosen und viel Zeit kosten, Ihre Kräfte wiederherzustellen. Um Gottes Willen. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Oh Mann, oh Gott, habe ich wenig. Ich habe nur so wenig Wasser? Überleben wir ja gar nicht.
was übrig ist. Da dies ihr erster Tag hier unten ist, müssen sie sich zunächst an ihre Umgebung gewöhnen. Glauben Sie mir, das Surren der Lüftung kann jeden in den Wahnsinn treiben, wenn man sich nicht beschäftigt. Ruhen Sie sich etwas aus. Morgen geht's weiter. Gute Nacht. Ich gebe denen jetzt mal nichts. Den ersten Tag schaffen die schon so. Tag 2. Um Gottes Willen. Axt. Um Gottes Willen. Tag 2. Guten Morgen, Überlebende. Hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Sind die Betten bequem genug? Nein? Nun ja, gewöhnen Sie sich besser daran, denn Sie werden eine Weile hier bleiben. Auch der heutige Tag beginnt, wie jeder Tag, mit der Rationierung der Vorräte. Aber danach liegt etwas anderes an. Hören Sie gut zu. Hören Sie zu. Gut. Es besteht das Risiko, dass Ihnen die Vorräte ausgehen. Alles kann nützlich sein, aber ohne Lebensmittel überleben Sie nicht. Dann segnen Sie schneller das Zeitliche, als Sie Corndog sagen können. Deshalb müssen Sie zur Aufstockung der Vorräte manchmal Menschen an die Oberfläche schicken. Eine Expedition muss einen Tag vor Aufbruch vorbereitet werden. Aber seien Sie auf der Hut. Müde Überlebende könnten nicht an Expeditionen teilnehmen. Heute überspringen wir die Vorbereitung und schicken direkt eine mutige Person nach draußen. Es war ein ruhiger Morgen für Ted und es geht ihm gut. Mary Jane hat keine Angst oder zeigt sie zumindest nicht. Heute war für Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Mit Timmy ist alles beim Alten. Okay, dann kann ich quasi sagen, wer raus muss. Okay, zeigt die Vorräte an. Eine Ödland-Expedition ist kein Spaziergang. Zu früh oder ohne Gasmaske wird sie schnell zur Kamikaze-Mission. Schicken Sie nur gesunde und gut ernährte Personen raus. Kranke, Verletzte, Verrückte gehen da draußen eher drauf. Sie können jeweils nur eine Person losschicken. Versuchen wir es mal. Heute müssen Sie jemanden nach oben schicken, aber wenn die Expedition mal ausfallen soll, wählen Sie einfach niemand aus. Wer soll nach draußen gehen? Der Vater. Um Gottes Willen. Tag 3. Um Gottes Willen, was ist das für ein Spiel? Okay. So. Tag 3. Dies ist eine Übung. Daher kommt die erkundete Person gleich zurück. Im Ernstfall kann sie aber mehrere Tage unterwegs sein. In der Zwischenzeit werden sie mit Problemen konfrontiert, die sie an ihre Grenzen bringen. Sie müssen Entscheidungen treffen, die selbst dem edelsten Mann das moralische Rückgrat brechen werden. Ach Gott. Wir werden sehen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Oh, rationieren Sie aber zuerst Nahrung und Wasser. Es soll ja niemand verhungern, oder? Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurückkommt. Wasser für Mary Lane zu besorgen klingt nach einer guten Idee. Ohne Wasser überlebt Dolores nicht lange. Timmy redet die ganze Zeit von Wasser. Er sollte etwas trinken. Okay. Ich gebe denen auch mal was zu essen. Let's go. Als Soldat mangelt es mir grundsätzlich an Fantasie, aber benutzen Sie jetzt mal Ihre. Stellen Sie sich vor, Sie finden den Hamster Ihrer Kinder, der es irgendwie in den Bunker geschafft hat. Die Kinder freuen sich garantiert und Sie ebenfalls. Es geht doch nichts über Essen, das selbst zu Ihnen kommt. Jetzt liegt es an Ihnen, werfen Sie ihn in den Kochtopf. Ja. Oh mein Gott, der Hamster wird gefressen. Tag 4. Eine gute Entscheidung. Alle hatten einen Biss und frisches Fleisch wird in den kommenden Tagen nicht leicht zu bekommen sein. Sie sollten also jede Essensgelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Ihre Familie werden weitaus Schlimmeres erleben als das hier. Und dann wird Ihnen kein Hamster den Arsch retten. Mary Jane hat keinen Durst mehr, Dolores hat keinen Durst mehr und Timmy hat keinen Durst mehr. Dann lassen wir das mal alles so. In manchen Situationen müssen sie ihre Ausrüstung benutzen. Manchmal wird ihnen aber genau der Gegenstand fehlen, der sie gerettet hätte. Nehmen Sie deshalb vor der Expedition die richtigen Vorräte und Gegenstände mit. Vergessen Sie nicht, jeder Gegenstand ist etwas gut. Was wollen Sie heute tun? Ein Gewehr reinigen, Radio hören oder vielleicht Schattenspiele mit der Taschenlampe spielen? Ah. Okay, ich hätte Radio hören sollen, Mist. Oh je, der ist verletzt. Sie konnten mit diesen Sachen nichts anfangen? Ein Jammer. Vielleicht ja nächstes Mal. Gute Nachricht, Expedition ist zurück.
Die Expedition ist zurück. Einige Expeditionen beschaffen zusätzliche Vorräte, andere nicht. Manchmal kehrt die erkundete Person mit einer fiesen Verletzung oder gar strahlenkrank zurück. Glauben Sie mir, da können Sie darauf verzichten. Nachts zu leuchten ist nicht ganz so lustig, wie es klingt. Diesmal wurde die erkundende Person verletzt. Doch nach vorschriftsmäßigem Gebrauch eines Verbandkastens wird sie sich erholen. Den Verbandskasten können sie in Ration verwenden. Ted wurde verletzt, Ted hat Hunger. Mary Jane hat keine neuen Sorgen. In Anbetracht der Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Den furchtbaren Umständen und uns plagen Schwierigkeiten zum Trotz ist Jimmy sehr tapfer. Der kriegt jetzt auch mal Essen. Das wird jetzt aufgeteilt, oder? Nur er kriegt was. Und einen Verbandskasten. Mindestens ein Erwachsener muss am Leben bleiben. Wenn sie ihren verletzten Überlebenden an die Oberfläche schicken, haben sie bis zu seiner Rückkehr keine Kontrolle darüber, was in ihrem Bunker geschieht. Oh Gott. Und wenn er zurückkehrt, hat sich vielleicht schon jemand den Bunker geschnappt. Ein gutes Vorhängeschloss mag Schutz bieten, aber nicht lange. Heute war ein anstrengender Tag. Gönnen Sie sich etwas Schlaf. Wenn Sie es soweit geschafft haben, schlagen Sie sich großartig und haben eine Chance, diesen Erdloch zu entfliehen. Hoffentlich bald, aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Boah, ist das frustrierend. Ist das frustrierend. Oh Gott. Wir haben zwar gerade erst jemanden rausgeschickt, aber heute können wir doch noch einen Versuch wagen, oder? Beim ersten Mal sollten sie bloß einen tapferen Freiwilligen wählen, auf das er die Lage rette. Diesmal können sie der erkundenden Person außerdem nützliche Ausrüstung mitgeben. Speisen sie ihre Truppe. Ah, okay. Wir sehen uns am Bunkereingang. Ted hat Hunger. Ted wurde verarztet und ist wieder kerngesund. Wir sollten Mary Jane etwas zu trinken besorgen. Dolores muss manchmal trinken. Timmy bevorzugt Apfelsaft, aber etwas Wasser wäre auch nicht schlecht. Oh Gott, verdammt. Er hat ja noch keinen Durst, ne? Draußen kann alles nützlich sein und manche Gegenstände erhöhen sogar die Überlebenschance des Erkunders. Ich sehe, dass sie einen Koffer besitzen. Praktisch. Mit einem Koffer kann ihr Sammler mehr tragen. Na los, wählen Sie etwas. Ich habe gar nichts. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das wird eine Katastrophe. Okay. Morgen! Sie stellen sich wahrscheinlich eine einfache Frage. Wozu in diesem Atombunkerraum sitzen? Wieso nicht einfach verlassen? Ganz einfach, weil es Selbstmord wäre. Wenn sie die Strahlenkrankheit nicht umbringt, dann ganz sicher die Riesenskorpione. Das können sie mir glauben. Sie können bloß darauf hoffen, dass unsere Jungs ihnen zur Hilfe eilen. Deshalb hat jeder anständige Bürger die Pflicht, sich um Kontakt zum US-Militär zu bemühen und seine Rettung abzuwarten. Ted würde sehr gerne etwas essen. Mary Jane hat keinen Durst mehr. Dolores hat keinen Durst mehr und Jimmy hat keinen Durst mehr. Das ist doch Ted, oder? Ja, der hat Hunger, der kriegt ein bisschen was. Der hat Hunger, dann kriegt der ein bisschen was. Oh Gott. Nein, nein, nein. Heute kommt keine Rettung. Aber eines Tages kommen wir sie holen. Sie müssen ihr Radio betriebsfähig halten und bereit sein, sich ins Ödland hinauszuwagen. Seien Sie aber vorsichtig. Draußen tummeln sich außer unseren Soldaten vielleicht noch Räuber oder noch Schlimmeres. Kommis. Stellen Sie sich nur vor, was passiert, wenn die Roten sie entdecken. Also, legen wir die Regeln für diese Übung fest. Sie öffnen diese Tür nur, wenn jemand zweimal klopft. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Zweimal klopfen. Oh Gott, ist das das Tutorial? Okay. Manche Tage werden richtig hart. Behalten Sie das im Hinterkopf. Es wird viel passieren, auf das Sie gefasst sein müssen. Deshalb ist jeder Tag, der eine Verschnaufspause bietet, ein Segen, den Sie nutzen müssen. Essen, trinken und entspannen Sie, während Sie an all die Kommunistenschweine denken, die keinen gemütlichen Bunker wie Sie haben. Dieser Gedanke hilft mir stets über den Tag. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted sollte bald etwas trinken. Mary Jane scheint heute gut drauf zu sein. Hoffentlich bleibt das so. In Anbetracht der Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Mit Timmy ist alles bestens. Wer hat Hunger? James. Timmy. Wer hat nochmal Hunger? Ich gebe jetzt mal allen was und ein bisschen Wasser. Oh Gott. Nee, das geht auch so.
Solange sie ihre Vorräte stets aufstocken und vorsichtig bleiben, sollte ihnen nichts passieren. Allerdings kann ihnen jede getroffene Entscheidung noch nach einigen Tagen oder Wochen um die Ohren fliegen. Wägen sie genau ab, dies ist eine Übung, aber wenn die Bomben wirklich fallen, ist das eine völlig andere Geschichte. Um Gottes Willen, ey. An ihrer Stelle würde ich die Tür im Auge behalten. Unsere Rettungsmannschaft könnte nun jeden Tag bei ihnen eintreffen. Aber Vorsicht, dies ist ein postapokalyptisches Szenario, da weiß man nie. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted steht mit einem Fuß im Grab. Er braucht sofort etwas zu trinken. Jeder muss ab und an etwas trinken. Auch Mary Jane. Ist noch Wasser übrig? Wenn sie irgendetwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Timmy ist genügsam, aber er sollte etwas trinken. Okay, ich habe verstanden. Alle brauchen trinken. Kann man auch... Jemand ist an der Tür, es klopft mehrmals. Bei genauem Hinhören können sie drei Klopfzeichen... Nein, nicht öffnen. Nicht öffnen. Dreimal ist nicht das, was wir abgemacht haben. So. Gute Entscheidung. Das war nicht das erwartete Zeichen. Seien Sie stets vorsichtig, klar, und bleiben Sie fokussiert. Dann passiert Ihnen und Ihrer Familie vielleicht nichts. Oder jedenfalls den meisten von Ihnen. Ted hat Hunger. Mary Jane hat keinen Durst mehr. Okay, Ted ist doch er, ne? Er hat schon wieder Hunger. So. Eine weitere Abfolge von Klopfzeichen reißt sie aus dem konzentrierten Schläfchen. Schäfchen zählen. Jemand hämmert mit Wucht gegen ihre Tür und wird wahrscheinlich kein Nein akzeptieren. Zwei Klopfgeräusche. Immer wieder das gleiche Muster. Öffnen sie? Zwei soll ich doch öffnen. Atom... Schutzübung. Ende. Gut gemacht. Sie befinden sich nun in der Obhut unserer tapferen Soldaten. Nun gibt's Apple Pie für uns alle. Sie haben es gedient. Wir haben 11 Tage lang ausgehalten. Tag 1 Atomschutzübung beginnt. Tag 2 Übung erfolgreich. Es war eh nur Tutorial. So einfach ist es wahrscheinlich dann nicht. Du hast überlebt. Aber es war nur ein Tutorial. Schrecklich. Teile dein Abenteuer. Ende. So, wir machen jetzt mal ohne Tutorials. Gibt's Überlebensmodus. Oh mein Gott, ich habe schon Angst. Okay, also. Bevor wir da jetzt reingehen. Apokalypse. So. Ich glaube, soll ich Überleben machen? Erlebe ein einzigartiges Überlebe mit zufälligen... Nee, das machen wir. Viel essen, viel trinken eigentlich, ne? Und schon auch so ein bisschen was... Ich probiere es jetzt einfach. Charakter auswählen. Dolores. Schwierigkeit aus mit Little Boy Fatman Zarbombe. Erkundungszeit 10 Sekunden, Sammelzeit. Ein bisschen Zeug, Akttasche häufig. Ich mach mal jetzt. Sollen wir erstmal leicht machen? Ich mach dann erstmal Little Boy, dann Fett und dann machen wir das. Ich muss erstmal reinkommen. Okay. So, Papers, Please habe ich schon gespielt. Meinst du das Mobile Game? Okay, das ist die Erkundungszeit. Okay. Okay, okay, okay. So, ich versuche einfach alles mitzunehmen, was geht. Alles. So. Okay. Rein da. Brauche noch was zu spielen, damit wir nicht durchdrehen. Auf jeden Fall meine Frau. Verbandskasten. Schon voll. Oh, verdammt. Mist. So, wir brauchen ganz viel Wasser. Wir brauchen ganz viel Wasser. Wasser, essen erstmal. Essen. Essen. Yes. Um Gottes Willen, meine Kinder, ne? Ich muss meine Kinder auch noch holen. Oh Gott, 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 oh Gott. Erstmal essen. So. Okay, das reicht erstmal. Wir brauchen auch noch viel mehr Wasser, Mann. Die Zeit läuft davon, verdammt. Das ist ja voll ein Stressspiel. So, wo sind meine Kinder? Meine verdammten Kinder. Komm her, Kind. So, wo ist das andere Kind? Um Gottes Willen. Wo ist das andere Kind? Wo ist das andere Kind? Wo ist das andere Kind? Hier, komm mit. Oh, verdammt. Nein, wir haben viel zu wenig zu trinken. Wir haben viel zu wenig zu trinken. Oh Gott. Nein, viel zu wenig zu trinken. Oh nein. Oh nein, viel zu wenig zu trinken. Tag 1.
Ach, wir haben doch ganz schön viel zu trinken. Ach so, sind es aber mehrere Rationen? Wir haben es nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle, das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir unten klar. Dosensuppen soll ja ziemlich gesund sein. Früher war unser Bunker immer gut ausgestattet, aber irgendwie haben wir die Vorräte immer verbraucht, statt sie für einen Notfall aufzusparen. Einmal haben wir einen Suppen-Dinner-Party gegeben und ein andermal brauchten wir das Gewehr, um unserer Nachbarschaftswache in einem erbitterten Kampf gegen Waschbären beizustehen. Zum Glück sind einige Vorräte unberührt geblieben. Unsere Regeln sind mit Dosen, also unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus Dosen essen, auf Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das bereits. Wir haben reichlich Wasser, also müssen wir uns eine Weile nicht darum sorgen. Eine bessere, ach Gott, ausstaffierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Nicht, dass wir je einen anderen gesehen hätten, aber das scheint eine Menge Vorräte zu sein. Zeit für die Vorräte zu rationieren. Okay, was übrig ist. Machen wir mal noch nichts. Hier unten zu überleben ist kein Spaziergang und es wird sicherlich nicht leichter. Wir sind voller Hoffnung, dass dieser Spuk bald vorbei ist und das Leben wieder so wie früher wird. Andernfalls könnten wir Gefahren gegenüberstehen, von denen wir nie gewagt haben zu träumen. Um Gottes Willen. Oh, ich höre Strahlung. Es ist schwierig, sich in Anbetracht unserer aktuellen Lage keine Sorgen zu machen. An manchen Tagen haben wir noch unsere Mühe, mit diesem Bunkerleben umzugehen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ted scheint es gut zu gehen, auch wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht und der Ärger hat es auch nicht gewagt, ihren Weg zu kreuzen. Dolores fühlt sich wohl, soweit man sich in ihrem winzigen Bunker hier wohlfühlen kann. Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Bei Jimmy gibt's nichts Neues. So, wie sieht's aus? Wird mir eigentlich angezeigt, wann wir durstig sind oder auch gar nicht. Ted ist stark genug, um den Gefahren des Ödlands zu trotzen. Dolores kann auf jeden Fall, fühlt sich fantastisch. Ich muss denen noch nichts geben, glaube ich. Die sind alle noch easy. So, ist ja erst Tag 2. Nach 4 Tagen brauchen die Wasser. So, okay, machen wir mal weiter. Wir waren nie große Pilzliebhaber, aber da an einer der Wände eine Kolonie von ihnen wächst, haben wir unsere Meinung geändert. Jetzt lieben wir Pilze. Sollen wir sie essen? Ich weiß es nicht, ob das gut ist, im Bunker Pilze zu essen. Ich nehme an, dass es Schimmelpilze sind. Wir machen nochmal das Radio an. Wo ist denn das Radio eigentlich? Sehe ich das hier irgendwo? Ich mach mal nein. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Wir mögen Hunger haben, aber manche Dinge werden wir niemals essen. Wandpilze gehören dazu. Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Wasser für Mary Jane zu besorgen klingt nach einer guten Idee. Wenn wir irgendetwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Wie wäre es mit etwas Wasser für Timmy? Okay, ja, wir brauchen alle Wasser. Ich hab's verstanden. So. Okay. Heute beschlich uns morgens ein ungutes Gefühl. Es war, als ob uns irgendwas beobachtete. Wir hätten schwören können, dass sich in den Schatten etwas bewegte. Sollten wir in diesem Bunker nicht alle allein sein? Müssen wir diesen Dingen hier zeigen, wer hier der Boss ist? Nein, ich gebe ihm jetzt nicht mal eine Axt, sonst dreht er durch und bringt alle um, um Gottes Willen. Okay. So, Tag 4, wir haben alle getrunken. Jetzt haben wir wahrscheinlich Hunger. Während wir nach etwas suchten, um diesen pelzigen Nager totzuschlagen, hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Und mit ihm eine unserer Dosensuppen. Es stellt sich die Frage, wie dieser Unhold sie durch eines dieser winzigen Löcher quetschte. Oh nein! Ted hat keinen Durst mehr, Dolores hat keinen Durst mehr. Ich gebe jetzt mal allen trotzdem was zu essen. Oder? Aber wir haben ja noch keinen Hunger. Ich lasse es mal noch. Unsere Stadt ist immer noch stark kontaminiert. Und wenn man bei diesen Verhältnissen sammeln geht, kann man eine Strahlenkrankheit werden. Wir müssen noch nicht sammeln. Wir haben nicht viel Platz hier unten und wir riechen alles. Als sich heute einer der Ziegel aus der Wand gelöst hat und eine schmale Öffnung hinterließ, wurde uns ziemlich schlecht. Wegen dem Geruch, der aus diesem Loch dringt. Er ist grässlich. Sollen wir uns das anschauen und die Ursache für diesen Gestank beseitigen? Ja. Das drehen wir ja durch.
Oh nein, hat jemand einen Stromschlag bekommen? Oh. Wir haben uns vorsichtig in dem Loch genähert und einen Blick hineingeworfen. Wir hätten fast einen Herzinfarkt bekommen. Ein durchgedrehtes Nagetier-Reptil oder was auch immer dieses schräge Vieh war, sprang heraus und rannte wie verrückt im gesamten Bunker umher. Es war überall. Wir konnten es nicht fangen. Bevor wir irgendetwas unternehmen konnten, stieß es unser Radio vom Tisch. Nein, und verschwand wieder in dem Loch, aus dem es gekommen war. Wir haben es nie wieder gesehen. Bei Ted ist nichts los. Jedenfalls nichts Neues. Mary Jane sagt, alles sei gut und sie brauchen nichts. Heute war Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Timmy scheint es einigermaßen gut zu gehen, soweit man das aus der Lage betrachten kann. Also brauchen wir nichts zu essen, nichts zu trinken. Ach, verdammt. Soll ich jemanden rausschmeißen? Expedition für morgen planen? Ja, machen wir eine Expedition. Tag 6. Oh Gott. So müssen wir uns nun also ohne Fotos, ohne Neuigkeiten und ohne positive Gedanken auskommen. Die Welt ist einfach grausam. Wenn Ted nichts trinkt, hält er nicht lang aus. Jeder muss ab und an etwas trinken, auch Mary Jane. Ist noch Wasser übrig? Es muss noch etwas Wasser übrig sein. Dolores sollte es bekommen. Timmy sollte dringend etwas trinken. Alle trinken. Okay. So, was soll mitgenommen werden? Gar nichts, weil ich nichts habe. Um Gottes Willen. Sollte die Tochter mitnehmen. Verdammt. Ist der Vater zur Expedition gegangen. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurück ist. Mary Jane hat keinen Durst mehr. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Jetzt sind halt alle hungrig, ne? Nichts ist überraschender, als wenn es an der Tür eines Atombunkers klopft. Wer könnte das sein? Sollen wir der Sache auf den Grund gehen und damit unser Leben aufs Spiel setzen? Klingt nach einer guten Idee. Sollen wir die Tür öffnen? Aber was ist, wenn er es ist? Was ist, wenn es der Vater ist? Er wird ja was sagen, ne? Ich würde sagen, wir öffnen nicht. Weil es hat ja nicht dreimal geklopft. Oder zweimal. Oder öffnen? Bin mir nicht sicher. Ich habe Angst. Der Vater klopft nicht. Ich öffne mal. Meine Community will, dass ich öffne. Tag 8. Ja, super. Wir wurden ausgeraubt, oder? Wir haben die Falltür geöffnet, aber da war niemand. Diese verfluchten Witzbolde spielen selbst nach der Apokalypse noch Streiche. Mary Jane hat keinen Hunger mehr. Zeit für Vorräte. Ich hätte aber die Maske gar nicht auswählen können für die Expedition. Neulich hörten wir ein leises Klopfen an unserer Falltür, doch als wir sie öffneten, stand da bloß ein Koffer und es war niemand zu sehen. Es steht kein Name drauf, aber er sieht so aus, als sei er für uns. Sollen wir nachsehen, was drin ist? Ach komm, ich bin neugierig, ist ja erst die erste Runde. Ich muss jetzt aus den Fehlern lernen, die ich jetzt mache. Ein Geschenk. Wir haben dieses plötzliche Geschenk gern angenommen. Unser Argwohn zum Trotz entpuppte sich als die normale Tomatensuppe, die wir alle kennen und lieben. Danke, lieber Fremder. Yes! Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Wenn wir irgendwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Okay, alle brauchen Wasser. Oh Gott, wir haben bald kein Wasser mehr, verdammt. Seit unserem ersten Tag im Atombunker fragen wir uns, was es mit der anderen Tür im Bunker auf sich hat. Sollte sie da sein? Wohin führt sie? Höchste Zeit, Antwort zu finden. Wir nehmen mal die Taschenlampe mit. Um Gottes Willen. I will survive. Wir haben jede Ecke des Raums abgesucht, aber nichts gefunden. Tja, das war pure Zeitverschwendung. Wir haben keinen Durst mehr. Wo bleibt eigentlich der Mann? Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Oh, shit. Ja, ich hätte diese Kackratte hat mein Radio kaputt gemacht, Mann. Nein. Können wir das nicht reparieren? Verdammt. Ungewissheit ist ein Segen. Unwissenheit ist ein Segen. Ein weiterer Tag in Ahnungslosigkeit wird uns auch nicht umbringen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Mary Jane hat keine Angst oder zeigt sie zumindest nicht
Jimmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist der tapfere Junge. Geht's ihm gut? Noch nichts essen. Wir bewunderten gerade die verstrahlte Landschaft, als wir eine junge Frau in zerlumpter Tarnkleidung erblickten. Sie hatte ein gefährliches aussehendes Gewehr, grüßte uns aber relativ freundlich. Sie behauptet, Jägerin zu sein und eine große mutierte Spinne zu verfolgen. Ihr war die Munition ausgegangen und sie sagte, wenn wir ihr helfen, würde sie später dafür revanchieren. Wir haben halt keine. Warum sind die alle draußen? Tag 12. Wo ist mein Mann? Diese Frau sagt, sie jage hauptsächlich, um sich zu ernähren. Eindeutig eine unzivilisierte Wilde. Anständige Leute essen Suppe. Ja, vor allem das verstrahlte Tier zu essen. Wir waren wenig angetan und haben ihr nichts gegeben. Dolores würde wirklich gerne etwas essen und auch trinken. Können wir etwas Wasser erübrigen? Ja, wir brauchen alle Wasser. Wasser und Essen. Wo ist mein Mann? Wir hatten gedacht, Telefongespräche wären der Vergangenheit angehört, nachdem unser Städtchen von der Atombombe ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden hinausschicken, um rauszugehen. Die Tochter. Ciao. Okay, er ist zurück. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung ausatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihm passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche wiedergekehrt. Unsere Familie würde niemals in eine Bar gehen. Auf gar keinen Fall. Wenn nicht gerade Apokalypse wäre, wir kein Essen und Wasser mehr hätten und zufällig auf eine dieser Etablissement stoßen würden. Und genau das ist passiert. Wer hätte gedacht, dass Tomatensuppe in einer Bar ein so beliebter Snack wäre? Wir haben einige Dosen gefunden, mitgenommen. Wir hatten nicht erwartet, in der Bar sauberes Wasser zu finden und lagen richtig. Was wir gefunden haben, war weder Wein noch Wasser. Weder Wein noch Wasser. Aber hey, wenn es den Durst stillt, soll es sein. Aber was ist denn das dann? Soweit wir es beurteilen können, hat die Atomexplosion wohl eine Pokerrunde unterbrochen. Die armen Hunde werden ihr Spiel in nächster Zeit wohl nicht beenden. Aber wir konnten mit... Ah, wir können mit Karten spielen. Sehr gut. Okay, so. Also wie war das nochmal? Dolores hat keinen Hunger mehr, keinen Durst mehr. Ted hat Hunger und ist wirklich müde. Dann braucht jetzt eigentlich nur Ted was zu essen. Der Vater. So. Okay, wir wissen noch immer nichts über die Lage im Ölland. Vielleicht sollten wir das Radio wagen und nach draußen gehen. Immerhin lebt man nur einmal. Ja, die Tochter darf wieder gehen, oder? Lass die Tochter mal gehen, ich will das Radio haben. Hört ihr das? Geräusche von unter uns. Jetzt sollten wir uns wohl der Luke widmen, die sich in der Ecke des Raums befindet. Die seit unserem Eintreffen im Bunker fest verschlossen ist. Die Font, in den Briefen verwendet wurde, ist super schlecht. Ich finde die auch, also sorry, wenn ich manchmal verlese, aber ich kann es manchmal, ist ein bisschen schwierig. Ich liebe serifenlose Schrift tatsächlich. In einen dunklen, engen Tunnel zu steigen, ist keine gute Idee. Besonders nicht, wenn von dort Geräusche kommen. Die sind angsteinflößend, sogar hier oben. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted ist immer noch hundemüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Ohne was überlebt Ted nicht. Mary Jane scheint heute gut drauf zu sein. Heute war für Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Timmy ist artig, jedenfalls. Okay, also er braucht auch Wasser. So. Wir müssen eine Wahl für die heutige Expedition treffen. Wer von uns hat im Ölland die beste Überlebenschance? Ich würde sagen, das Kind. Ey, wie kann man sein Kind rausschicken? So. Jimmy ist ins Ölland aufgebrochen. Keine Ahnung, was er tut, was wir tun, wenn er nicht zurückkommt. Ted würde sehr gerne essen. Ted ist noch müde, er braucht ein paar Tage Ruhe. Ted ist nicht mehr durstig. Jeder muss ab und an etwas trinken, auch Mary Jane. Okay, wir brauchen alle Wasser, außer er. Er hat noch Hunger, oder? Ja, okay.
Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten bleiben. Aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt in noch mehr Probleme zu geraten. Wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unserer Rettung kommen und uns zu einem guten Versteck, gut ausgestatteten Regierungsbunker bringen. Timmy hatte Comics über solche Bunker. Also muss es wirklich, muss sie wirklich geben. Wir müssen nur mit dem Militär Kontakt aufnehmen. Erst den Korrekt und dann kann ich in die Hände die Gegenstände füllen. Ah, okay. Mist. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Sorry. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragung mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht etwas schlauer. Ted hat Hunger. Ted ist noch müde, er braucht ein paar Tage Ruhe. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Jane hat keinen Durst, könnte aber etwas Nahrung vertragen. Ey, dass der die ganze Zeit Hunger hat, ne? Diese Expedition macht die richtig hungrig. Wir haben ein simples Problem. Wenn wir uns nicht waschen, werden wir krank. Sehr krank. Hier unten stinkt es wirklich erbärmlich und in den nächsten Tagen wird das sicher nicht besser. Wieso lassen wir uns nicht etwas einfallen? Alle Gasmasken auf. Es hat mehr als einmal geklopft. Es klopft. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Solange wir noch ein wenig länger durchhalten, sollten schmutzige Ohren das kleinere Problem darstellen im Zweifelsfall. Her mit der Gasmaske. Ted ist immer noch hundemüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Ted ist nicht mehr hungrig. Wo ist Wasser, wenn Ted es braucht? Jane hat keinen Hunger mehr. Dann braucht er schon wieder Wasser. Okay. Das letzte Geräusch, das wir in einem Atombunker erwartet hätten, ist eine Trompete. Der Musiker war eindeutig keiner und hat höchstwahrscheinlich noch nie zuvor einen Trompetenspieler gehört. Er kam mit einem Freund, der an die Falltür klopfte und verlangte, dass wir die fröhlichen Gefährten hereinlassen, damit sie von den Reichen nehmen und den Armen geben. Sollen wir sie reinlassen? Nee. Ich bin mal Ego. Tag 18 schon! Um Gottes Willen, wir sind schon Tag 18 und die Haare vom Vater wachsen aber auch übel schnell, oder? Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Wir haben nicht auf diese merkwürdigen Rufe reagiert und die Falte verschlossen gehalten, bis die Geräusche draußen wieder verschwanden. Wir sind nicht sicher, ob wir wollen, dass diese Leute wiederkommen. Sie klangen recht harmlos, aber kann man in diesen Zeiten harmlosen Leuten trauen? Sie können schlimmer sein als die, die überhaupt nicht harmlos wirken. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ted hat keinen Durst mehr. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser und Dolores muss manchmal trinken. Puh. Okay, dann brauchen die beiden was zu trinken. Wir spielten eine Partie Liste der Dinge, die ich am meisten hasse. Und der Name unseres Nachbarns war immer wieder ganz vorn dabei. Das erinnerte uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Wir haben uns schon immer gefragt, was sich dort wohl drin versteckt. Vielleicht finden wir ja etwas heraus. Aber wer erhält die Ehre, unseren Erzfeind auszurauben? Vor allem, da wird ja wahrscheinlich jetzt nichts sein, was wir zum Überleben brauchen. Da wird ja jetzt ja sicherlich nicht eine Suppe drin sein oder ein Sandwich, sondern irgendwie Geld oder Schmuck. Und das brauchen wir gerade nicht zum Überleben. Ich schicke mal die Tochter. Hätte ich das auch jetzt sein lassen können? Kann ich eigentlich auch mal mit den... Ah, guck mal. Wir marschierten zu Netzhaus und fanden den Tresor geöffnet vor. Sein Inhalt war fast komplett zerstört, aber ein paar Dinge konnten wir noch retten. Von Netz keine Spur. Er ist wahrscheinlich der radioaktivsten Strahlung erlegen. Alles in allem war es ein sehr schöner Tag. Ted ist immer noch hundsmüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Mary Jane hat keinen Durst mehr und Dolores auch nicht. Okay. Dolores ist in letzter Zeit nicht sehr gesprächig. Sollen wir der Sache auf den Grund gehen? Ja. Überlebenskünstler, Tag 20. Das ist ja witzig, ey. Es ist so schrecklich. Das muss so schrecklich sein, Leute.
Mit Dolores zu reden hat einige ihrer Probleme und Zweifel geklärt. Sie fühlt sich jetzt besser. Ted ist immer noch hundsmüde und braucht keine Zeit, um sich auszuruhen und braucht mehr Zeit. Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Ted hat Hunger. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Jane scheint heute gut drauf zu sein. Hoffentlich bleibt es so. Also das ist ja Dolores. Sie kriegt was. Und hat er... wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser und hat Hunger. Dann kriegt er noch was zu trinken. So. Okay, let's go. Heute kam ein Fremder mit einer rostigen Schubkarre gefüllt mit allerlei Plunder vorbei. Er behauptete, er sei Händler und wolle gegen von ihm benötigte Waren tauschen. Bietet eine Flasche für das Set. Bietet, ich glaube, ich würde den Deal eingehen, weil die spielen ja gar nicht mit den Karten. Oder ist es so, dass die Karten da einfach liegen und dafür sorgen, dass die weniger durchdrehen? Biete 2 für ein Buch. Also ich soll es nicht machen. Okay, ich mach's nicht. Ich lass es. Ja, wir haben ja noch Wasser. Ich sehe es ja gerade. Okay. Okay, und alle 5 Tage nur füttern. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Wir wollten nicht handeln. Hoffentlich war es die richtige Wahl. Der Händler war nicht sehr glücklich damit. Ted hat sich ausgeruht, hat keinen Durst, keinen Hunger. Ted ist ziemlich zermürbt. Mary Jane ist sehr durstig und muss etwas trinken. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Dolores hat keinen Hunger mehr. Wenn wir irgendetwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Also ich gebe jetzt mal Dolores Wasser und der Mutter. Aber jetzt noch nichts zu essen, ne? Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten bleiben, aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt in noch mehr Probleme zu geraten. Wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist, wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unserer Rettung kommen und uns zu einem guten Versteck gut ausgestatteten Regierungsbunker bringen. Timmy hatte Comics über solche Bunker, also muss es sie wirklich geben. Aber die Frage ist, wo ist unser Timmy eigentlich? Der Stern? Was für ein Stern? Wo ist der Stern? Ah, hier. Ah, hol dir ein Radio und weiteren Kontakt zum Militär. Nimm Kontakt zu anderen. Teile ein bisschen Suppe mit einer anderen Gruppe Überlebenden. Ah. Okay. Hol dir ein Radio. Wie kann ich denn das machen? Okay. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten, um letztendlich Übertragungen mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet wurden. Wir können natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht etwas schlauer. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus den Ölern zurückgekehrt und nun sicher bei uns. Du hast auch mit dem Mauszeiger auf die Charakter drauf und dann wird dir... Ah, okay, geil. Das ist ein guter Hinweis. Der Gang zum Supermarkt ist nicht mehr so leicht wie früher. Jetzt, da der Ort von... Da der Ort von in dieser Gegend Plündern, Räubern kontrolliert wird, ist es schwieriger denn je. Wir ahnen, dass nur wenige Wache schieben würden, also schien es möglich, hineinzuschleichen und in etwas von ihrer Beute abzunehmen. 4-mal Essen, 6-mal Wasser. Krass, geil. Gut, dass wir den Handel vorhin nicht gemacht haben. Personalraum. Das Gute daran, kein Räuber war in der Nähe, wir haben eine Waffe. Geil. So, ich möchte mal jetzt gerne hier. Timmy braucht beides auf jeden Fall. Sehr gut. Als wir heute die Falltür des Bunkers öffneten, lag davor ein Brief auf dem Boden. Es war der Hilferuf einer Gruppe freundlich Überlebender, aus der Nähe jedenfalls, behaupten sie das. Sie bitten uns, einige Vorräte an einen bestimmten Ort zu bringen und geben uns ihr Wort, dass wir unsere Großzügigkeit nicht bereuen. Komm, eine Suppe kann ich doch entbehren, oder? Wir wurden ja, haben ja vorhin auch eine geschenkt bekommen. Ich bin jetzt mal nett. So. Tag 23. Oh Gott, der Sohn. Hungrig, müde, zermürbt. Hungrig, zermürbt, durstig. Dolores geht's wie immer gut. Die sieht aus wie on point. Guck, wir haben voll viel Wasser. Wasservorrat, 8 Flaschen. Geil. Zwillinge, Bruder und Schwester, haben sich als Verfasser der Notiz entpuppt. Sie begrüßten uns freudig und führten uns zu einem kleinen Zelt, in dem sie die Vorräte an eine kleine Gruppe hungriger Überlebender zu verteilen begannen. Unter ihnen waren Leute jeden Alters, aber die sind ja die ganze Zeit draußen, das heißt, sie sterben doch eh alle an Strahlung.
Darunter Kinder, alte Leute und sogar eine Mime. Die Zwillinge schüttelten uns die Hände und erklärten dies zu Beginn einer Freundschaft. Sie sprechen sich bald wieder bei uns zu melden. Timmy sollte etwas essen. Timmy schläft immer wieder im Sitzen ein. Er muss sich noch ein paar Tage ausruhen. Timmy ist ziemlich zermürbt. Wenn Ted nichts trinkt, hält er nicht mehr lang aus. In Anbetracht der Lage sind Loris ziemlich ruhig. Das heißt, ich gebe jetzt mal dem Wasser. Ich gebe dem Timmy Wasser. Hat er Durst? Nee, er will nur was essen. So, ich würde es mal so machen jetzt. Die anderen brauchen nichts. Wir wissen noch immer nicht über die Lage im Ölland. Ich glaube, ich muss niemanden rausschicken, oder? Es reicht doch erstmal, was wir jetzt haben. Ein heruntergekommener, wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Er machte uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Wir könnten nicht sehen, was darin steckt. Und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollen wir in Handel eingehen? Würde ich jetzt mal Nein sagen. So. Nimm den Kontakt zu anderen auf. Warte auf weitere Auswirkungen von freundlich gesinnten Öllandbewohnern. Hol dir ein Radio. Wie mache ich denn das hier? Doch, mach es. Sicher? Und wie kriege ich das Radio? Okay, ich mach's mal. Ein kleiner Tipp. Wenn du noch eine Runde machst am ersten Tag, brauchen die nichts zu essen und trinken, aber erst am fünften Tag. Beides und dann immer so weiter. Okay, verdammt, jetzt haben wir halt... Oh, wir haben eine Katze! Wir haben halt jetzt den Rhythmus verloren, ne? Hungrig, müde, zermürbt, durstig, Hunger, Hunger, hungrig. Also Hunger ist, glaube ich, richtig schlimm, oder? Hunger ist mehr als hungrig. Das heißt, sie braucht mal was zu essen. Nachdem sie die Falltüre hinter dem Händler schloss, begann sich der Sack wild zu schütteln und gab schreckliche Laute vor sich. Vor Angst wichen wir an die Wand zurück. Als die Bestie letztendlich aus ihrem Gefängnis entkam, stellte sich heraus, dass es sich um einen missgestimmten Hauskater handelte. Der Kater blickte uns bedrohlich an und setzte sich in eine Ecke, um sich zu putzen. Auf seinem Halsband steht Scharikow. Scharikow? Ist das sein Name? Oh oh. Aber der will doch jetzt auch essen und trinken. Am meisten braucht Mary Jane Wasser. Mary Jane verhungert. Wir geben ihr heute besser etwas zu essen sonst. Okay, Mary Jane braucht auf jeden Fall beides. Hungrig, müde, durstig, hungrig, zermürbt, hungrig. Hungrig ist noch nicht... ja. Das Ödland steckt voller Überraschungen. Wie dieser Mann auf der anderen Seite der Falltür, der sagt, dass er uns alles Mögliche für gute Munition anbieten würde. Sollen wir handeln? Mein Damenspiel für Munition. Das ist eine russische Spionskatze. Also so wie die mich anschaut, ist es schon sehr gruselig. Ah, okay. Jeder Charakter hat andere Stärken und Timmy ist gut darin, Essen und Trinken zu holen. Hm. Die Katze jagt Mäuse. Das wäre sehr gut. Ist halt die Frage, soll ich jetzt handeln? Soll ich das Damenbrettspiel für Munition geben? Mal gucken. Wir haben ihm das Damenspiel statt der Munition angeboten. Der Besucher war sehr verwirrt und versuchte, uns zu erklären, was Munition ist. Wir taten so, als verstünden wir nicht. Das war wirklich amüsant, bis er dann mit uns Damen, mit unserem Damenspiel aufbrach, Arschloch. Ted hat Hunger. Oh nein, das heißt, er ist einfach gegangen. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Timmy sollte etwas essen und könnte sich noch ausruhen. Verdammt. Hungrig, Dehydrierung. Oh, dann sollte die jetzt auf jeden Fall was trinken. Zermürbt, hungrig. Zermürbt, hungrig. Hungrig, müde, zermürbt, durstig. Ich würde es mal so machen. Obwohl, ich würde ihm fast was zu trinken geben. Weil er ist ja auch noch zermürbt und müde. Okay. Wir können Dolores auf eine Expedition schicken. Was sind denn die Stärken von Dolores und von Mary Jane? Weil ihr vorhin auch die ganze Zeit gesagt habt, ich soll das Mädel auf die Expedition schicken.
Heute wurden wir von Tropfgeräuschen geweckt und haben bemerkt, dass etwas aus dem Rohr auftritt. Die grüne Flüssigkeit wirkte ungefährlich, auch wenn sie sich durch den Tisch gefressen hat und durch den Stuhl und den Boden. Wir sollten das Rohr wohl reparieren. Ja, auf jeden Fall, ey. Das scheint ja irgendwas Radioaktives zu sein. Oh Gott. Wird immer schlimmer. Haha, Problem gelöst. Kein Leck, keine Sauerei. Zurück zu unserem sauberen kleinen Bunker. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Dolores würde gerne etwas essen, hat keinen Durst mehr. Okay, also hungrig, zermürbt, hungrig, hungrig, hungrig. Ist noch nichts, nicht Hunger. Einige von uns wollen lieber nach draußen als andere, so oder so. Es ist Zeit, die fähigste und zuverlässigste Person zu sammeln mit Vorräten. So, was können wir ihr mitgeben? Ja, sehr gut. Let's go, meine Kleine, du wirst überleben. Ich hätte der vielleicht was davor zu essen geben sollen, oder? So. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Ausrüstung. Ted hat Hunger. Ted steht mit einem Fuß im Grab. Er braucht sofort zu trinken. Okay, ich habe verstanden. Ich gebe jetzt mal allen was, damit wir ab... Jetzt merken wir uns den Punkt, damit wir alle mal weiterkommen. Shariko kommt gut allein zurecht, aber wir fragen uns, ob er wirklich auf sich alleine gestellt war. An seinem Halsband haben wir eine Plakette mit einer Adresse drauf gefunden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass seine Besitzer noch am Leben ist und eine Reise ins Ölland ist gefährlich. Sollen wir zu der Adresse gehen und uns dort umsehen? Ja, oder? Ich glaube, die Katze ist der Schlüssel zum... Oder sind da dann böse russische Agenten, die uns umbringen? Es ist interessant, aber ich würde es mal tun. Let's go. Wieso gehen wir eigentlich so oft raus? Wir müssten schon längst tot verstrahlt sein, ey. Tag 28. Kurz bevor wir am Ende der Straße ankamen, werden wir von zwei Männern in dunklen Mänteln aufgehalten. Sie eilten dem Kater entgegen, hoben ihn hoch und sagten, dass sie ihn schon eine ganze Weile gesucht hätten. Scharikow gehöre einer alten Dame, die ihn sehr lieb habe und den kleinen Racker schon vermisse. Wir ließen sie gewähren und gingen zurück in unser Bunker. Den Kater schien es nicht zu stören. Warum also uns? Zum Glück ist er uns in den letzten Tagen nicht so sehr ans Herz gewachsen. Oh. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, Timmy sollte essen. Nee, das passt jetzt. Also, die sind jetzt alle nur hungrig. Hungrig und hungrig. Zermürbt. Wie kann man eigentlich das zermürbt mal endlich ändern? Wir können weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen, wie wir möglichst weit von unserem radioaktiven Ölland wegkommen. Wer hätte gedacht, dass die Roten so ein schönes Viertel zerstören würden? Wir könnten das auf eigene Faust schaffen. Also das Wegkommen nicht, das Zerstören. Wie auch immer, da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann. Wir sollten Augen und Ohren offen halten. Ich habe kein Radio. Spiele spielen. Hol dir ein Radio. Warte auf weitere Anweisungen. Ich kann halt kein Radio holen. Wie kann ich dir das machen? Scheiße. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten und jegliche Übertragung mitzubekommen. Hey, nur weil ich diesen eine Scheiße da geöffnet habe, die in unserer Gegend gesendet werde. Nur weil der Hamster die scheiß Radio runtergeschmissen hat. Wir konnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht etwas schlauer. Ted würde sehr gerne was essen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Timmy ist sehr hungrig. Nee, noch nicht. Das Leben im Bunker kann persönliche Beziehungen stark belasten. Privatsphäre ist inzwischen ein vergessenes, unerreichtes Konzept. Wenn du also reinen Tisch machen möchtest, nun auch bei den privatesten Gesprächen lauscht, garantiert ein unerwünschtes Publikum. Dolores und Ted bräuchten wirklich einen ruhigen Moment, um in Ruhe zu reden. Wie wäre es mit einem Picknick in einem Park in der Nähe? Nein! Soll ich? Das wäre doch absolut assi, oder? Ja oder nein? Mach egal. Nee, radioaktive Strahlung. Ich mach nicht, oder? Wir werden ja sterben. Why not? Nee, raus.
Okay. Wahrscheinlich streiten wir uns jetzt und trennen uns, oder? So, okay. Gucken wir weiter. Sie sind erwachsen. Sie können doch sicherlich mit ihren Gefühlen umgehen. Behalten wir sie trotzdem im Auge. Nur für den Fall, dass sie sich an die Gurgel gehen und dann behaupten, sie wären geschlafwandelt. Ted würde sehr gern etwas essen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Timmy ist sehr hungrig. So. Ja, der Junge ist hungrig, zermürbt. Die sind halt alle zermürbt, weil die halt auch nicht miteinander reden können. Ich würde aber jetzt noch nichts zu trinken geben. Oder? Apokalypse hin oder her. Unsere Kinder brauchen Bildung. Timmy hat schon viel zu lange in kein Buch mehr geschaut. Wir müssen wieder Lesen beibringen. Oh, scheiße, wir haben mir das Brett weggegeben. Oh nein. Ich hoffe, die Dolores bringt... Die Katze ist wieder zurück. Die Katze ist wieder da. Wir brauchen keine Bildung. Das ist die neue Welt und da hilft auch kein Unterricht. Jetzt geht es nur darum, wer die meisten Dosen hat. Eine Dosen, zwei Dosen, fünf Dosen. Das ist eine gute Frage. So. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Scharikow heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist oder warum. Hat er uns vermisst, unsere Nettigkeit, unseren Optimismus, oder will er was von unseren Dosensuppen abhaben? Die Zeit wird es zeigen. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted steht mit dem Fuß im Grabe, er braucht sofort was zu trinken. Dolores hat eine Weile nichts getrunken, ohne wird sie nicht... Also sie brauchen alles, sofort, okay. Alle brauchen sofort Wasser. Dann lassen wir es jetzt mal bei Wasser, oder? Ein lautes Krachen, ein... Wieso juckt hier niemand, dass die Katze wieder da ist in dem Buch? Ein lautes Krachen, ein überraschter Schrei und Schutt, der von der Decke fiel. Genau das braucht man für einen guten Start in den Tag. Scharikow hat ein neues Spielzeug gefunden, ein ungefährliches Kabel, das er aus der Wand gezogen hat. Wer weiß, wozu das Kabel dient, aber das Licht funktioniert noch. So wichtig kann es also nicht gewesen sein, oder? Sollen wir uns das Kabel unseres flauschigen Freundes genauer anschauen? Kann es sein, dass wir einen Stromschlag kriegen und sterben, oder ist es gut? Ja oder nein? Aber es ist doch Strom, oder? Hinterher haben wir danach gar keinen Strom mehr. Ich habe Sorge, dass wir dann im Dunkeln stehen. Was soll das Kabel schon Gutes irgendwie mit sich bringen? Das ist halt die Frage. So. It's a good question, my friends. What should we do? Die Katze hat auch keinen Stromschlag bekommen. Okay, das hat mich überzeugt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. War 6 mal klopfen. Okay. Wir griffen nach dem Kabel und folgten ihm zu einem rostigen alten Laster, der in der Einfahrt unserer Nachbarn stand. Wir öffneten die Tür und darin saßen zwei Männer mit großen Kopfhörern, die extrem überrascht wirkten, als sie uns sahen. Sie hatten, als wir schliefen, unseren Bunker verwanzt und hörten alles mit, was wir sagten. Wir machten ihnen die Hölle heiß und marschierten zurück in unseren Bunker. Oh mein Gott. Timmy ist sehr hungrig, Ted ist nicht mehr... Wo ist eigentlich unsere Tochter? Deswegen zeichnen wir die gerade. Wie lange ist die denn weg? Zeit für die Vorräte. Hungrig, hungrig, zermürbt, hungrig. Also hungrig ist okay. Die Zwillinge sind wieder da und brauchen erneut unsere Hilfe. Ihre Gruppe wird allmählich ziemlich groß. Es ist also an der Zeit, ein kleines Lager zu errichten. Sie haben bereits einen Ort gewählt, doch viele von ihnen wurden bei einem Banditenangriff verletzt. Sie bitten um Medikamente, damit ihre Leute schnell wieder fit werden. Ich habe leider nichts. Ich kann nichts machen. So. Okay. Wir konnten leider nichts für sie tun, da wir die benötigten Medikamente nicht besaßen. Hoffentlich haben sie woanders mehr Glück. Ted sieht sehr schwach aus. Wenn er heute nichts isst, könnte es sehr schlimm ausgehen. Timmy sollte etwas essen. Dolores hat kaum noch Kraft. Wenn sie heute nichts isst, wird sie morgen nicht erleben. Was? So, das war doch hier... Ted, ne? Also der Mann und die Frau. Oh Gott. Uiuiui.
Die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen jetzt mit einer Erklärung an unserer Falltür. Wollen wir zuhören? Ich weiß nicht, ob ich das hören will. Was meint ihr? Ja oder nein? Oder werden wir dann getötet? Anhören oder nicht anhören? Das ist jetzt die Frage. Oh, auf den Stern, genau. Hol dir ein Radio, spenden den Zwillingen ihren verwundeten Freund. Das kann ich halt leider nicht mehr. Atomwaffe von den Russen in dem Spiel, ja. So. Ey, sie ist wieder zurück, oder? Sie wedelt kurz mit einem Ausweis vor unseren Gesichtern herum und sagten uns, dass sie auf geheimer Regierungsmission seien. Die Wanze sei nicht unseres wegen gewesen, sondern wegen des Katers. Er steht im Verdacht, sowjetischer Agent zu sein. Sie sind bereit, uns in ihren streng geheimen Regierungsbunker zu lassen, wenn wir ihnen bei ihrer streng geheimen Mission helfen. Sie versicherten uns, dass sie sich mit weiteren Details melden würden. Mary Lane ist von der Oberfläche in den Bunker zurückgekehrt. Wir sind überglücklich. So, wenn wir einen Lieblingswochentag wählen müssten, wäre das wohl der Samstag. Vor den Bombenabwürfen war dies ein Tag der Entspannung und Freude. Beispielsweise bestachen wir Mary Jane mit Keksen, damit sie aufhört, Tuba zu spielen, tratschen über die Nachbarn und gingen natürlich zum Bowling. Anschließend steht die Bowlingbahn noch. In der Bar war nicht so viel zu holen. Ein paar versammelte Salatköpfe, eine Menge verkohlter Erdnüsse und, warum auch immer, ein Cowboy-Hut. Wir waren froh, als wir uns etwas Schutt in einen Geheimvorrat und Dosen fanden. Drei Yes. Verzweifelte Situation erfordert verzweifelte Maßnahmen, weshalb es uns nicht überraschte, dass jemand Wasserflaschen anstellte von Bowlingkegeln. Sofort nach dem Eintreten gingen wir zum Schuhschrank. Auf einer Bowlingbahn ist das das Wichtigste. Oh, wir haben ein neues Schloss. Der Schrank stand offen und war leer, aber wir konnten uns das Vorhängeschloss schnappen, mit dem er einst gesichert war. Okay, sehr nice. Yes. So, dann haben wir einmal hier hungrig, hungrig, hungrig. Aber hungrig, Hunger. Hunger ist doch dann wirklich dringend, oder? Weil sie ist jetzt nur hungrig. Ihr muss sich jetzt noch nichts geben. Sie hat noch keinen Hunger, oder? Sehe ich das falsch? Ted braucht Wasser, sonst stirbt er. Durstig. Aber durstig sind ja alle. Ted, ohne Wasser überlebt Ted nicht. Wirklich müde. Wasser überlebt der Rose nicht lange. Okay, sie braucht auch. So. Aber bei ihr steht ja nichts drin hier. Okay. Jimmy ist genügsam, aber er sollte etwas trinken. Braucht Nahrung, jetzt oder nie mehr. Was? Jetzt oder nimmer mehr? Genau, den habe ich jetzt was gegeben. Okay. So, ich lasse mal niemanden rausgehen. Mutierte Nager machen sich an unseren Vorräten zu schaffen. Wir sind nicht sicher, ob es Ratten, Wildhasen oder bloß mutierte Hamster sind. All die Möglichkeiten sind ziemlich mies. Wir könnten zusätzlich Munition oder so gebrauchen, um diese Plage zu erledigen. Ich mach mal mit der Axt. Wofür haben wir denn eine? Tag 35. Wie lange bin ich denn noch in diesem Kackbunker? Ich will hier raus! Unsere Dosen sind in Sicherheit. Dumm gelaufen für die haarigen Mutanten. Wir stehen wohl noch an der Spitze der Nahrungskette. Gut für uns. Ted würde sehr gerne etwas essen. Mary Jane möchte nur noch schlafen. Ihre Kraftreserven sind erschöpft. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Mary Jane verhungert. Okay. Also, Timmy geht es furchtbar. Er braucht Wasser sofort. Okay, Timmy schon wieder? Dehydriert. Sie? Hungerdurstig zermürbt. Hunger hat sie jetzt, ne? Hunger. Sie ist hungrig. Er ist hungrig. Draußen scheint es schrecklich still zu sein. Ich würde mal niemand rausschicken. Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten bleiben. Aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt noch mehrere Probleme zu geraten, wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unseren Rettungen kommen und uns zu einem gut versteckten, gut ausgestatteten Regierungsbunker beginnen. Timmy hatte Comics über solche Bunker, also muss sie wirklich gehen. Er muss es sie wirklich geben. Okay, das sagt er immer wieder. Aber wir haben halt kein... Wie kriege ich denn das Radio? Tag 36. Um Gottes Willen.
Das einzig Wichtige ist jetzt regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragung mitzubekommen, die in unsere Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Das hatten wir vorhin schon. Die Außenwelt ist mit Atombombe draus, alles verstrahlt. Du musst den Zwilling Militär oder Regierung helfen, um gerettet zu werden. Aber die Sache ist, wie kriege ich mein Radio? Hier, Jerry hat sich ausgeruht, ist ziemlich hungrig. Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Hunger, er hat Hunger, er muss was essen. Hungrig, hungrig, hungrig. Das geht noch. So. Als wir heute Morgen ein Klopfen an der Tür hörten, hielten wir vor Angst den Atem an, hörten aber schon bald Kinderstimmen von draußen. Wir entschieden uns zu öffnen und es stellte sich heraus, dass es zwei Pfadfinderinnen waren. Früher verkauften sie Kekse, aber jetzt haben sie ihr Sortiment erweitert. Kluge Mädchen. Sie bieten... Oh nein, Radio für Munition. Sie bieten... Okay, wenn ich ihnen ins Schloss gebe, kriege ich wieder... Mein... Soll ich das machen oder soll ich es lassen? Brauchen wir das Schloss? Schwierig. Nein. Okay. Ich schick mal den Vater raus oder die Mutter. Wer von beiden bringt mir das Radio oder kann? Das wäre echt nicht schlecht. Es ist zwar sehr mutig, dass die Mädels so durch das Ölland ziehen, aber ihre Waren waren für uns leider uninteressant, weshalb wir nicht ins Geschäft kamen. Sie wünschten uns einen schönen Tag und zogen davon. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Ted würde bloß etwas, ein paar Wasser. Ne? Dolores. Mehr will Dolores nicht. Wasser. Dolores hat kaum noch Kraft. Hungrig. Hunger. Die muss essen. Durstig. Hungrig. Hunger. Der muss auch essen. So. Soll ich mal den Vater rausschicken? Ich plane mal eine. Wir haben unsere... Ich glaube aber, dass es umso besser ist, wenn die jetzt wirklich voll sind. Dann holen die doch mehr, oder? Ist es egal. Wenn der jetzt voll, voll gefuttert ist. Mutter ist besser. Die Mutter raus. Also wenn die Mutter voll gepimpt ist, sollte die ja auch mehr holen, oder? Das gehe ich mal davon aus jetzt einfach. Wir haben unsere Karte genauer untersucht und ein paar seltsame Symbole an einigen Stellen gefunden. Es sieht so aus, als ob jemand in der Gegend etwas versteckt und den Weg dorthin markiert hat. Sollen wir jemand auf die Suche schicken? Kann halt auch die Kinder umbringen. Soll ich dem nachgehen? I'm not sure. Also die Mutter jetzt noch nicht, das ist ja nicht die Expedition, das ist jetzt nur wegen den Symbolen der Karte. Dann schicke ich mal das Kind. Das ist so hart. So, die Mutter darf jetzt heute rausgehen dann. So. Diese Richtungsangaben auf der Karte waren ein dummer Scherz oder der Auswuchs einer Kinderfantasie. Wir haben nichts gefunden, unser Nachmittag mit Herumrennen verschwendet. Ted hat Hunger. Okay, shit. Ted redet die ganze Zeit von Wasser, er sollte was trinken. Oh je. Also, Ted. Durstig, hungrig. Passt noch. Durstig, hungrig. Hungrig. Er muss auf jeden Fall hungrig, zermürbt, dehydriert. Er muss was trinken. Wir wissen, müssen eine Wahl treffen. So, die Mutter und die nimmt die Maske mit. Let's go. Ciao, Mom. Das allererste Mal, dass sie raus darf. Yes. Dolores ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir, dass sie es wohlbehalten zurückschafft. Ausrüstung. Tim ist sehr hungrig. Mary Jane kippt ständig um. Wir müssen ihr etwas zu trinken geben. Schnell. Mary Jane verhungert. Oh Gott, das ist so grausig. Zermürbt hungrig. Hunger. Und dehydriert. Oh, um Gottes Willen. Dehydriert und hungrig. Ich gebe denen auch gleich mal was. Der wird eh gleich wieder Hunger haben. So. Rücken die Wände immer näher, wird der Bunker von Minute zu Minute kleiner. Wir müssen hier raus, sofort. Öffne die verdammte Tür. Ich glaube, ich wäre schon viel eher durchgedreht. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Nee, oder? Aber wir gehen ja eh die ganze Zeit irgendwie an die Oberfläche, ne? Last Man Standing, 40 Tage, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen, schrecklich. Und der Kater, der braucht gar nichts. Es war richtig, die Tür nicht zu öffnen, aber in unserem winzigen Bunker wird die Stimmung immer angespannter. Ted hat Hunger. Timmy ist sehr hungrig. Hunger. Hungrig. Nee, das geht noch. Hungrig, zermürbt. Okay. Letzte Nacht hat Ted Zetter und Mordio geschrien und den ganzen Bunker aufgeweckt. Er hatte fürchterliche Angst und schrie etwas von radioaktiven Tentakelmutanten auf seinem Gesicht. Es war jedoch nur Mary Jane, die im Dunkeln auf sein Gesicht getreten war. Oh Gott. Ted hat das alles sehr persönlich genommen und verlangt nach medizinischer Versorgung. Ich habe leider nichts. 41. 41, ey. Um Gottes Willen. Und ich bin verletzt? Warum bin ich verletzt? Mary Jane hat versucht, sich zu entschuldigen, doch Ted wollte nichts davon hören. Er hat sich pausenlos über gebrochene Nasen und Schädelfrakturen beklagt, während er wild gestikulierend durch den Bunker gelaufen ist, bis er über etwas stolpert und hingefallen ist. Oh je, eine Dosensuppe. So schnell wie sie nach dieser Entdeckung hat Ted sich noch nie beruhigt. Er hat sie gefunden. Mary Jane ist ziemlich hungrig, Tim sollte etwas essen. Ted wurde verletzt. Wo ist Wasser, wenn Ted es braucht? Ted ist sehr schwach. Wenn er heute nichts isst, könnte es schlimmer ausgehen. Oh je. Hunger. Mann, das macht mich ganz fertig hier irgendwie. Da kann man, ich bin eigentlich jemand, ich spiele gern solche Spiele, aber ich möchte immer, dass wie bei den Sims, dass alle Menschen voll sind und dass denen gut geht. Wenn uns jemand aus dieser verdammten Situation retten kann, dann unsere Regierung. Wer die Regierung schlecht macht, ist entweder ein Schwarzmaler oder ein Kommi. Wir sind gute Bürger. Wir haben immer unsere Steuern gezahlt. Also wird Uncle Sam ganz sicher kommen, um uns zu retten. Ja. Naja, außer das eine Mal, ist mir egal. Die Leute in der Regierung werden kommen. 1, 2, 3. Das waren 3 Klopfer. 1, 2, 3, 4, 5. Das einzig Wichtige ist, jetzt regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragung mitzubekommen. Das haben wir halt nicht. So, warte mal, was haben wir denn hier? Hungrig, dehydriert. Er braucht Wasser. Durstig, hungrig. Durstig, hungrig. Das geht noch. Die Zwillinge sind wieder da und brauchen erneut unsere Hilfe. Ich hab das leider nicht. Hol dir ein Radio. Oh Mann, das ist so frustrierend. 43. Tag. Wenn wir ihnen helfen könnten, würden wir das wirklich tun. Ihr Plan, ein Lager zu errichten, ist bewundernswert. Leider müssen sie sich aber woanders Hilfe suchen. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ölland zurückgekehrt ist. Unser örtlicher Busbahnhof gehört zu den Gebäuden, die Explosion überstanden haben. Falls irgendwelche Fahrgäste überlebt haben, haben sie die Busse schon vor langer Zeit verlassen, ohne ihr Gepäck, Rucksäcke, Tüten, Säcke. Jemand hat sogar einen Schrank stehen lassen. Wir wussten einfach einen Blick hineinwerfen. Kaum zu glauben, im Schrank befand sich ein weiterer kleiner Schrank. Unser örtliches Leichtathletik-Team bereitete sich auf die Abreise zu einer Meisterschaft irgendwo in der Provinz vor. Der Bus war voller erfrischenden Wasser. Geil, 2 Stück. Ted hat Hunger. Okay. So, hungrig, müde. Hungrig. Hungrig, dehydriert. Und dehydriert. Scheiße, sie hat nichts Gutes geholt. Die Agenten riefen was mit ihrer Hightech-Ausrüstung. Papierbecher, die mit einer Schnur verbunden waren, an, um uns über die... Achso, die riefen an. Die Agenten riefen uns mit ihrer Hightech-Aufrüstung Papierbecher, mit einer Schnur verbunden waren, an, um uns über die nächste Geheimmission zu informieren, nach deren Erledigung wir bald sicherlich in den VIP-Bunker einziehen dürfen. Sie möchten, dass wir eine erfolgreiche Expedition durchführen und aufschreiben, was wir dabei sehen. Ist doch ganz einfach, oder? Yay oder nay? Die Mutter bringt echt nichts Gutes mit, ey. Dann schicke ich aber nochmal die Mutter, die hat jetzt nicht viel geleistet. So. 44. Oh mein Gott, wie lange geht denn das? Ist ja grausam. Ich will, dass die endlich mal erlöst sind. Dolores ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir, dass sie wohlbehalten zurückschafft. Wir erklären uns gnädigerweise bereit, ihrem Anliegen nachzukommen. Sie danken uns für die Erfüllung unserer Bürgerpflicht und versprachen uns, bald mit weiteren Informationen zurückzukehren. Okay, sie hat Hunger. Hungrig. Verletzt. Warum ist der Vater verletzt?
Wir träumten immer von einem deutlich besseren Leben. Das war vor den Bomben. Jetzt wissen wir, das Leben könnte deutlich besser sein. In gewisser Weise hat sich gar nicht so viel verändert. Oh mein Gott. Wir haben echt viel Essen und Trinken. Das ist echt gut. Tag 45. Wer weiß, vielleicht bietet die neue Welt ja auch neue Möglichkeiten und ist gar nicht so schlecht. Ted wird wohl einige hässliche Narben behalten, falls diese Wunde jemals verheilen. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Ted sieht sehr schwach aus. Okay. Hunger. Hungrig. Hunger. Um Gottes Willen, ey. Ted und Mary Jane geraten immer wieder aneinander. Heute haben sie sich über Filmcharaktere gestritten, um genauer zu sein darüber, wer in einem ultimativen Kampf gewinnen würde. Maleficent oder Malefiz mit einer Axt oder die böse Königin mit einem Gewehr. Es ist mit Sicherheit keine einfache Frage und die beiden liefern sich eine hitzige Debatte. Wer wird als Sieger darauf vorgehen? Also, eine genaue ultimative Malefiz mit einer Axt oder die böse Königin mit einem Gewehr. Ich würde mal sagen, das Gewehr, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wer von beiden was gesagt hat. Kann ich auch einfach gar niemanden, oder? Wenn die auf die Karte drückst und die dann jemand mitgibst, wenn sie rausgehen, können sie wahrscheinlich ja gute Sachen bringen. Oh no. Ah, stimmt. Malefiz kann zaubern. Ich mach mal Vater. Ich glaube, der Vater hat die Malefiz vorgeschlagen. Das Radio ist leider kaputt. Da kann ich nichts machen. Mary Jane war so zuversichtlich, dass sie eine volle Dosensuppe auf sich selbst verwettet hat. Am Ende waren die von Ted an den Tag gelegten Argumente jedoch die besseren und Mary Jane reichte ihm widerwillig eine Dose. Wir sind uns nicht sicher, ob wir dankbar darüber sein sollen oder wütend, weil sie diese Dose die ganze Zeit vor uns versteckt hielt. Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Oh je, ey. Qual. Dehydriert. Warum Qual? Warum Qual? Ein unbekannter Mann nähert sich unserem Unterschlupf. Er behauptet, dass er früher ein Buchhalter gewesen war, sich aber jetzt als Händler und Glücksspieler durchschlägt. Er bot uns ein Kartenspiel mit einem Einsatz von 2 Wasserflaschen ein. Nein, dann verlieren wir. Das mache ich nicht, oder? Also im echten Leben würde ich es nicht tun. Um ehrlich zu sein. Boah, vor allem diese kleinen Stühlchen, das ist ja furchtbar. Die Mutter ist zurück. Glücksspiel ist ein schreckliches Laster. Was wären wir denn für Vorbilder für die Kinder? Wir brauchen Vorräte, aber so werden sie uns nicht beschaffen. Lieber rauben wir jemand aus. Wir haben den Mann fortgeschickt. Adios. Die Erkundungsmission war ziemlich riskant. Wir mussten Gegenden besuchen, in denen es auch in besseren Zeiten schon brenzlig zuging. Es wimmelte dort von mutierten Katzen und Hunden, die aneinander in Banden bekämpften. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon, aber die Agenten wussten unsere Mühe zu schätzen. Hoffen wir nur, dass die Mission es auch wert ist. Unser Eimer könnte ein Upgrade vertragen und der Regierungsbunker hat bestimmt ein ausgezeichnetes Badezimmer, vielleicht sogar mitsamt Badewanne. So, sieht nicht gut aus, ey. Qual. Müde, verletzt, hungrig, zermürbt. Zermürbt, hungrig, dehydriert. Hungrig, dehydriert. Oh mein Gott, wie lange geht das schreckliche Spiel noch? Weil es ist einfach so grausig, ist die Leiden zu sehen. Soll ich nochmal einen Vater rausschicken? Der ist eh schon verletzt. Ich lasse es mal. Beim gestrigen Charadespiel kam heraus, dass Mary Jane Entablissmentarismus nicht buchstabieren kann. Ich kann es nicht mal aussprechen. Was Dolores sehr enttäuschte. Sie besteht darauf, dass Mary Jane Haus oder besser gesagt Bunkerunterricht bekommt. Oh, ich weiß nicht. Timmy braucht Wasser. Oh ja, um Gottes Willen, ja. Danke, Leute. Wäre sonst tot gewesen. Wasser für Timmy. Hashtag Wasser für Timmy.
Okay. Dolores macht keine halben Sachen. Nach der Rechtschreibungsübung über Mathematik wiederholt, dann eine kleine Physik, oh Gott, Exkurs und schließlich basteln sie an irgendwelchen Objekten im Bunker. Mary Jane sieht erschöpft aus, doch wir können nicht leugnen, dass sich der Zustand unseres Bunkers verbessert hat. Ted hat Hunger. Okay. Dolores ist schon sehr müde. Oh Gott, die Probleme werden immer größer, ne? Qual, hungrig, zermürbt. Lustig, Hunger. Müde, Hunger. Hungrig, zermürbt. Ich würde mal eine Expedition starten. Ich glaube, wir brauchen noch irgendwelche Gegenstände, oder? Wir können weiter hier in diesem witzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen. Ich kann halt, ich habe kein Radio, Mann. Scheiße. Oh, was? Warum ist er tot? Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten und letztlich Übertragungen mitzubekommen, die in unsere Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Mary Jane ist unausstehlich, wenn sie nicht genügend Schlaf bekommt. In ein paar Tagen wird es ihr schon besser gehen. Mary Jane könnte etwas Nahrung bekommen. Wir sind keine Ärzte, aber wir sollten Dolores helfen. Sie ist schwer verletzt. Dolores, oh Gott, Ted war schwer verletzt und hätte behandelt werden müssen. Es ist zu einer Infektion gekommen. Oh nein. Oh no. Kann man Verletzten mehr Essen und Trinken geben, damit sie sich schneller heilen? Oh mein Gott, jetzt muss der noch raus, ey. Tschüss. Der ist durch seine Verletzung gestorben. Kann es sein, wenn man den Essen gibt, dass es besser wird? Die trauen auch gar nicht um den. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Dolores würde gerne etwas essen. Ich gebe den jetzt mal. Ich gebe den jetzt mal alles. Einfach nur, damit die nicht irgendwie sterben. Hier unten verliert man das Zeitgefühl. Wir haben leider keine Heilung, auch nicht für sie. Scheiße. Es hat geklopft. Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher. Und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir mal, dass unser Genen wenigstens Räuber abschreckt und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Mary Jane könnte uns Nahrung vertragen. Mary Jane ist unausstehlich, wenn sie nicht genügend Schlaf bekommt. In ein paar Tagen wird es ihr schon besser gehen. Dolores beschwert sich darüber, dass sie hier einfach kein Auge zu bekommt. Dolores hat Hunger. Dolores ist ganz schön blass. Ihre Verletzungen müssen schnellstmöglich behandelt werden. Oh nein. Stirbt die Mutter auch noch? Qual. Scheiße. Ich gebe ihr trotzdem was zu essen, in der Hoffnung, dass sie überlebt. Hier. Nach unserer letzten erfolgreichen Mission haben wir uns das Vertrauen der Agenten erarbeitet und eine neue Mission erhalten. Wir sollen einen Agenten im Einsatz entweder zwei Dosensuppen oder einige Flaschen Wasser überlassen. Um die Lieferung würde sie sich selbst kümmern. Dafür würden wir einen ermunterten Klaps auf den Rücken bekommen und das Versprechen auf einen Näh. Oder? Die helfen mir die ganze Zeit gar nicht. Ich gebe denen die ganze Zeit nur Sachen ab. Ja, die Mutter stirbt jetzt sowieso. Aber was gebe ich denen? Lieber essen als wachen. Es könnte ein Ende sein. Wir probieren es einfach. Wir sind jetzt eh gleich alle tot. Ich habe nichts zu verlieren. 52. Wir erklärten uns gnädigerweise bereit, ihrem Anliegen nachzukommen. Sie danken uns für die Erfüllung unserer Bürgerpflicht und versprachen uns, bald weitere Informationen zurückzukehren. So. Die sterben eh bald alle, so. Deswegen ist es eigentlich jetzt egal. Wir haben auch wieder nichts. Wir wollen alle Mad Kids haben. Wir haben aber nichts. Gottes Willen. Kann man Leute, die verletzt sind, irgendwie retten, indem man sie jeden Tag füttert? Wir konnten leider gar nichts für sie tun, da wir die nötigen Medikamente nicht besaßen. Jane hatte es immer noch irgendwie. Dolores sieht schon ganz blass aus. Scheiße. Wie sieht's aus mit Hunger? Müde. Die hat ja gar keinen Hunger. Die ist einfach nur zermürbt, müde und qual. Durstig, hungrig geht noch. Alarm! Draußen treibt sich eine Bande Feuerwehrleute herum. Jedenfalls sind die Typen wie Feuerwehrleute angezogen. Sie haben gegen die Tür geprügelt und uns befohlen, alle unsere Vorräte herzugeben. Sie wollen uns mit Feuer heraustreiben, wenn wir nicht Folge leisten. Das Berufsbild des Feuerwehrmanns scheint sich wohl jüngst gewandelt zu haben. Ich gebe denen gar nichts.
Oder soll ich das Schloss? Oder muss ich denen was geben? Wenn ich es nicht mache, dann... Was für die Abwehr? Ich schließe einfach ab. Ah, okay, ist für die Abwehr. So, Ende. Pazifist. Oh mein Gott. Die Mutter ist auch tot. Wir hätten nicht gedacht, dass ein kleines Vorhängeschloss sie aufhalten würde, aber es hat die unbenannten Angreifer entmutigt. Anscheinend haben sie einen Einbruchsversuch entnommen, schließlich aber aufgegeben und sich vom Acker gemacht. Ein Jammer, dass das Vorhängeschloss so stark beschädigt ist. Jetzt ist es nutzlos. So. Ihre Verletzungen haben Dolores zu lange gequält. Gegen die Ausbreitung der Infektion waren wir machtlos. Einen besseren Ort zum Sterben hätten wir uns nicht wünschen können, oder vielleicht doch? Wir haben 54 Tage lang überlegt. Oh Gott, wir sind Sicherheit, alternative Erklärung. Oh Gott, das ist ja richtig übel. Wir haben 51 Tage überlebt. Oh. Du bist gestorben. Das tut schon irgendwie weh. Überlebte Tage, erfolgreiche Expeditionen. Oh, das ist krass, das Game. Ja, jetzt seid ihr in der Reihe. Gasmaske. Ein atomares Erlebnis erarbeitet dich. Krasses Game. Schreibt mir alle Tipps und Tricks in die Kommentare. Was brauchen wir für Enden? Was ist cool mitzunehmen? Ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr wollt, bringen wir natürlich wie immer noch eine Folge. Vielleicht schaffe ich es ja, die Leute am Leben zu erhalten. Deswegen Tipps und Tricks, alles unten in die Kommentare. Ich bedanke mich vielmals und sage danke fürs Zuschauen.